Zeus große Lieferung. Der Verkehr ist heute aber wirklich besonders schlimm. Wie sollen wir denn nur die Lieferung entgegennehmen? Ich werde mal Opa fragen, ob er in den Laden gehen kann. Oh, ich habe mein Handy vergessen. Nimm meins, es liegt in der Tasche. Sei schön brav. Dann bis heute Nachmittag. Wiedersehen, Papa. Hallo? Hallo, Opa. Hallo, Zafir. Guten Tag. Oh, ich verstehe. Ja, natürlich. Ich kann ja Zeo und Zack mitnehmen. Danke. Gut, bis nachher. Onkel Zafir und Tante Zelda stehen im Stau. Sie haben uns gebeten, in den Laden zu gehen und eine Lieferung entgegenzunehmen. Ja! Ach du meine Güte, jetzt hätte ich beinahe den Schlüssel vergessen. Wenn es ganz viele Kisten sind, kriegen wir die dann in den Laden? Ach, keine Sorge, ich bin mir ganz sicher, dass der Lieferant uns hilft. Ja, die Lieferanten helfen und dann helfe ich Papa immer beim Auspacken. Wenn es viele Kisten sind, kann es lange dauern. Vielleicht werde ich ein Lieferant, wenn ich groß bin. Dann fahre ich ein großes Auto. Was hältst du davon, Pock? So, da wären wir. Aber es ist noch kein Lieferwagen zu sehen. Also das ist ja toll hier. Ja. Hier gibt's viel zu sehen. Aber seid bitte vorsichtig, Jungs. Wir dürfen hier nichts kaputt machen. Ist gut, Opa. Hey, Zeo, wo bist du denn hingelaufen? Hallo! Wir müssen auf die Türglocke achten, wenn der Lieferant kommt. Oh, ein interessanter Computer. Das gefällt mir sehr. Hey, das ist ja toll. Habt ihr das gehört? Da ist alles aufgelistet, was man hier kaufen kann. Und wenn der Lieferant kommt, gibt es hier noch mehr zu kaufen. Sieh mal, ich glaube, er ist schon da. Ich sehe mal nach. Warten Sie! Stopp! Zack. Oh nein! Ich krieg die Tür nicht auf. Der Lieferant ist wieder. Nein, kommen Sie wieder zurück! Weggefahren. Also ich glaube, ich sollte lieber nicht Lieferant werden. Jetzt haben wir keine Lieferung. Doch, doch, wir haben eine Lieferung. Zafir hat nicht übertrieben. Es ist wirklich eine große Lieferung. Und was machen wir jetzt? Na, jetzt packen wir die Kisten alle aus. So wie ich das immer mit Papa mache. Ja, wir können doch schon mal auspacken und dekorieren. Gute Idee, Zeo. Da sieh mal, hier hätten wir Pinsel. Sehr viele. Und die legen wir auf diese Säule hier. Und ich leg noch ein paar Pinsel dazu. Oh, was da wohl drin ist? Auspacken! Da sind ja lauter Füller und Bleistifte drin. Und Lineale sind auch dabei. Ja, aber die passen da nicht alle rauf. Na, so geht es doch. Und hier ist die größte Kiste, Zeo. Ja, da könnte alles Mögliche drin sein. Vielleicht ein Elefant. Oh. Ich wusste nicht, dass sie sowas verkaufen. Wusste ich auch nicht. Ich bin überrascht. Vielleicht würde sich das hier gut im Schaufenster machen oder wir verteilen es im ganzen Laden. Ja, gute Idee, Opa.
Sieh mal, da ist ja Zeus Opa. Aber was macht er denn da im Schaufenster? Also ich glaube, er dekoriert da gerade. Er ist ja ein richtiger Künstler. Sieh mal, Zack und Zio sind auch da. Na komm, wir gehen mal rein. Ah, das sind ja schon die ersten Kunden. Hallo, Zio. Hallo. Was macht ihr denn hier? Wir helfen Tante Zelda und Onkel Zaphir, weil sie keine Zeit hatten, die Lieferungen entgegenzunehmen. Ja, ich sehe schon. Die sind schön. Die wurden gerade geliefert. Ist ja perfekt. Die kann ich gut für mein neues Bild gebrauchen. Die kaufe ich sonst immer bei Mr. Zoe. Kann ich bitte den haben? Aber natürlich, ich nehme alle beide. Hier, bitteschön, Zeo. Gut, danke schön, Zeo. Ich packe sie Ihnen ein. Oh, wie hübsch. Danke, Zeo. Das ist viel zu hübsch, um es auszupacken. Bis später. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen guten Tag. Euch habe ich ja hier gar nicht erwartet. Oh, hallo, Mrs. Zolly. Wir helfen Zelda und Zaphir hier im Laden. Wie gut, dass der Laden hier auf hat. Bei Mr. Zoe ist geschlossen. Ich brauche ein Plastikrohr für meinen undichten Ausguss. Da haben Sie Glück, Mrs. Zolly. Die sind gerade geliefert worden. Das hast du sehr schön gemacht, Zeo. Also, falls ich nicht Lieferant werde, dann möchte ich später mal Einpacker werden. Bitte schön. Oh, wie gut, dass Sie es passend haben. Und jetzt repariere ich meinen undichten Ausguss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das habt ihr sehr gut gemacht, Jungs. Tante Zelda und Onkel Zaphir werden sich freuen, dass ihr so fleißig wart. Ja, das glaube ich auch. Und dann haben wir noch was verkauft. Hallo, alle zusammen. Du meine Güte, war das ein Tag. Ist denn mit der Lieferung alles glatt gegangen? Na klar, Tante Zelda. Wir haben hier auch schon dekoriert. Hä? Das haben wir doch gar nicht bestellt. Nein? Und warum ist das dann geliefert worden? Nun, weil, ich, keine Ahnung. Naja, also das ist ja wirklich sehr merkwürdig. Mhm. Also ich muss jetzt wieder nach Hause. Papa wartet auf mich. Oh ja, natürlich, das ist richtig. Tut mir leid. Ich werde jetzt mal Zack nach Hause bringen. Ja, ist gut. Bring du den Jungen nach Hause und ich werde mal nachforschen, was hier passiert ist. Ich komm gleich wieder. Na, Mr. Zoe, ich denke, Sie könnten Hilfe gebrauchen. Oh, hallo. Ja, wie dumm von mir. Ich habe ganz vergessen, dass heute eine Lieferung kommt. Wir werden Ihnen beim Kistenauspacken helfen. Aber das habe ich gar nicht bestellt. Seit wann verkaufe ich Kissen? Und diese Tischsets da habe ich auch nicht bestellt. Also was ist denn hier nur los? Der Lieferant muss die Bestellungen verwechselt haben. Ja, da hast du wohl recht. Der Fehler ist leicht zu beheben. Das kriegen wir ganz schnell wieder hin. Alle mal mitkommen. Hier ist das Geld für die Sachen, die Opa und Zeo heute verkauft haben. Dankeschön. Hoffentlich gibt es das nächste Mal wieder eine Verwechslung. Ich habe Ware verkauft, obwohl ich nicht da war. Wir bringen jetzt Ihre Kisten in mein Auto. Ich fahre Sie zu Ihrem Laden und dann werde ich meine Kisten bei Ihnen abholen. Das ist ein sehr guter Plan. Und inzwischen werden wir, Zeo und ich, noch die letzte Lieferung für heute bearbeiten. Oh! Aha. Wir werden uns beide selbst abliefern. Ha 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 ha
Orfeo regelt den Verkehr. Also, heute ist aber viel Verkehr, Zeo. Ja, sehr viel Verkehr, Mrs. Zully. Hallo, Zeo. Hallo. Wir gehen in den Park. Möchtest du nicht mitkommen? Das geht nicht. Ich helfe meiner Oma beim Einkaufen. Okay, na dann bis später. Oh, Elsie, halt! Oh. Du musst auf Mrs. Zully achten. Tut mir leid. Entschuldigung, Mrs. Zully. Wir versuchen es gleich nochmal, und zwar richtig. Danke. Ja, vielen Dank, Mrs. Zully. Viel Vergnügen im Park. Ohne meinen Lollistiel könnte ich meine Arbeit gar nicht machen. Das ist ja echt clever. Auf Wiedersehen, Mr. Zoe. Na komm, Zeo. Oma, könnte ich auch so eine Lollikelle bekommen? Aber was willst du denn damit, Zeo? Na, anderen Leuten helfen. Genau wie Mrs. Zully. Frag doch mal Opa, er wird bestimmt gern eine mit dir basteln. Gibst du mir mal bitte einen Nagel, Zeo? Zolli ist die Lollikelle ganz wichtig. Deine Lollikelle wird für dich auch sehr wichtig sein. Ich darf die Signale nicht vergessen. Das heißt Stopp. Und bei diesem Zeichen dürfen die Autos weiterfahren. So, das war's schon. Sie ist fertig. Mein Lolli-Junge. Oh, super. Vielen Dank, Opa. Komm mit, Pop. Wir gehen mal zu Elsie. Okay, Elsie. Wir sind hier in Zeo-Stadt. Und jetzt komme ich mit meinem Auto angefahren. Brumm, 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 brumm. Und stopp. Gut. Okay, du kannst drüber gehen, Pop. Und du kannst weiterfahren, Elsie. Brumm, brumm, brumm. Ich find's toll, ein Lolli-Junge zu sein. Zeo, das Essen ist fertig. Ich gehe jetzt nach Hause. Dann bis später, Elsie. Ich werde allen helfen, sicher zum Abendessen zu kommen. Oma, stopp! Ja, aber warum denn? Was ist denn los? Gar nichts. Ich passe hier nur auf den Verkehr auf. Ins Esszimmer gehen. Danke, mein Kleiner. Oh. Ups, entschuldige, ich hab dich gar nicht gesehen. Halt, stopp, Opa. Geh, Uroma. Ja, Uroma nach dir. Recht vielen Dank, Opa. Jetzt darfst du, Opa. Dankeschön, Zeo. Hey, halt, Vorsicht, stopp, Mama. Und nun geh, Opa. Ich bin schon weg. Also, Zeo, ich muss jetzt aber wirklich den Tisch decken. Geh, Mama. Essen darf auch gehen. Oh nein, Mama, Vorsicht, stopp! Oh je, ach du meine Güte. Ach, Zeo. Entschuldigung. Sei nicht traurig, Zeo. Das kann doch mal vorkommen. Es ist nichts vom Essen runtergefallen. Ich bin einfach kein guter Lolli-Junge. So schnell wirst du doch nicht aufgeben, Zeo. Du brauchst einfach nur ein bisschen mehr Übung. Er muss da üben, wo noch mehr Platz ist. Hm? Du solltest im Park üben, da ist viel Platz. Wisst ihr was? Er kann ja morgen am Strand üben. Ja, genau, da hast du richtig viel Platz. Ja! Hallo, Mrs. Zolli. Ich übe
übe heute am Strand, damit ich ein guter Lolli-Junge werde. Das ist eine gute Idee, Theo. Hätten Sie vielleicht Lust nachzukommen, wenn Sie Feierabend haben? Ich glaube, Theo könnte noch ein paar Tipps gebrauchen. Oh ja, die gebe ich ihm wirklich sehr gern. Und ich werde dem Lolli-Jungen ein Eis mitbringen. Ist ja toll. Dann bis nachher, Mrs. Zolli. Hast du Lust, ein bisschen mit uns Ball zu spielen? Oh ja, nachher vielleicht. Jetzt muss ich erst mal üben, ein Lolli-Junge zu werden. Okay, dann bis nachher. Hallo, Theo. Willst du dabei mithelfen, eine Rakete zu bauen? Ja, nachher gern, Zack. Was hältst du davon, wenn du erst mal mit mir paddeln würdest? Danach kannst du ja immer noch mit der Kelle üben. Bleib im flachen Wasser, Theo. Mach ich. Und bleib immer in Papas Nähe, hörst du? Wow. Oh, Vorsicht! Du meine Güte! Du meine Güte! Entschuldigung, Lisa. Oh, halt! Stopp! Oh, nein! Entschuldigung! Da sieh mal, Papa, eine Krabbe! Ach, wie schade, das schöne Eis. Ach, das tut mir leid, Mrs. Zolli. Mir auch. Entschuldige bitte, Zack. Mhm. Das ist gar nicht so schlimm. Das können wir ganz schnell reparieren. Hm. Oh, da müssen wir schnell einschreiten. Ich glaube, hier wird unsere Hilfe gebraucht, Theo. Wo fangen wir denn an? Zuerst helfen wir der Krabbe. Ist gut, dann leg mal los. Jetzt kannst du loslaufen, wenn du willst. Ja, gut gemacht, Theo. So, und was jetzt? Also ich würde Zack gern dabei helfen, die Rakete zu reparieren. In Ordnung. Und ich behalte das Volleyballspiel im Auge. Und ich frage die anderen, ob ich mit dem Picknick helfen kann. Ihr müsst aber auch ein bisschen aufpassen. Wir versuchen, den Ball voll unter Kontrolle zu halten, Mrs. Zolli. Das ist sehr schön. Fünf, vier, drei, zwei, eins, okay und Start! Und zurück! Na, hat jemand Hunger? Ich hab großen Hunger. Oh ja, ich auch. Nicht so eilig. Hm? Wir wollen doch nicht, dass noch mal was passiert. Okay, geh ruhig. Wartet auf uns. Wir haben auch Hunger. Hey, nicht so schnell. Sonst passiert doch gleich wieder etwas. So, ihr könnt gehen. Das hast du ja wirklich sehr gut gemacht, Theo. Vielen Dank, Mrs. Zolli. Hat denn jetzt jeder etwas zu essen und zu trinken? Ja! Aber erst auf mein Zeichen dürft ihr essen und trinken. Hurra! Oh.
der flinke Zeo. Entschuldigen Sie, Mr. Zoe, aber der Durchgangsverkehr ist heute leider gesperrt. Das wissen wir schon, weil ja heute das Straßenfest ist. Und wir liefern dafür die Tische und die Musik. Na, wenn das so ist, dann sind Sie der Einzige, der heute die Erlaubnis hat, hier durchzufahren. Dankeschön. Wenn wir alles abgeladen haben, werde ich hier gleich um die Ecke parken. Na dann, gute Fahrt. Für das Fest? Na, mal sehen. Einen für Uroma, einen für den guten Opa. Dann brauchen wir einen für Oma, einen für Mama, Papa und Elsies Mama. Mr. Zoe, Elsie, Zack und einen für Zeo. Ja, ja, es sind genug Stühle. Und wenn wir die alle ein bisschen abstauben, dann sehen sie wieder aus wie neu. Okay. Oh, was ist das denn? Das kann nicht sein. Das hat doch nicht etwa... Hock, hat das Fest schon angefangen? Hey, das wird mit Sicherheit ein super Fest. Hallo, Zeo. Hallo. Kommst du auch? Na klar, und ob. Wir werden bestimmt ganz viel Spaß haben. Ich bin soweit. Ich sag allen noch ganz schnell, dass das Fest schon angefangen hat. Beeil dich. Du willst doch nichts verpassen. Bis gleich. Oh je. Opa, Opa, das Fest hat schon angefangen. Ach, immer mit der Ruhe. Ich muss erst noch den Stuhl reparieren. Ich weiß gar nicht, wo mein blau-weißer Ersatzbezug geblieben ist. Kannst du nicht irgendetwas anderes nehmen? Nein, das geht nicht. Man muss seine Arbeit immer gut machen. Hm? Ach, weißt du was? Ich repariere den Stuhl und du trommelst schon mal die Familie zusammen. Ja, gute Idee. Hurra! Mama, wir müssen doch jetzt gehen. Ich muss aber noch die Tischdekoration fertig machen, Zeo. Aber dann verpassen wir das Fest. Ich will nicht, dass dieses schöne Krepppapier reißt. Darum muss ich ganz vorsichtig sein. Oma! Wollen wir jetzt auf das Fest gehen? Nein, noch nicht, Zeo. Ich muss noch meinen Obstsalat fertig machen. Der sieht doch schon fertig aus. Was fehlt denn da noch? Na ja, das krönende Etwas. Momentan sieht es danach aus, dass wir gar nicht essen können. Ach, es ist doch verrückt. Ich kann unser Picknickbesteck einfach nicht finden. Uroma! Bist du fertig? Können wir aufs Fest gehen? Noch nicht. Ich weiß einfach nicht, welchen Sonnenschirm ich mitnehmen soll. Wieso trödeln denn alle so? Jeder braucht ja eine Ewigkeit. Ich bin schon seit vielen Stunden fertig. Tja, mein Junge, das liegt wohl daran, dass du ein ganz flinkes Zebra bist. Was heißt ein flinkes? Na ja, das bedeutet, dass du schnell bist. Das wirst du verpassen. Hock, es wäre schön, wenn der Rest der Familie auch so flink wäre wie ich. Ich werde ihnen einfach helfen. Ja, dann sind alle viel schneller fertig und wir können auf das Fest gehen. Uroma, ich bin doch so flink und ich werde euch allen dabei helfen, schneller fertig zu werden. Dann können wir auf das Fest gehen. Wie schön. Ich weiß gar nicht, wie du das hinkriegen willst. Wart's ab. Jetzt kommt der flinke Zeo. Das ist doch der perfekte Sonnenschirm.
Oh ja, genau, Theo, da hast du völlig recht. Das gefällt mir wirklich gut. Er passt wundervoll zu meinem Kleid. Dankeschön, Theo. Hey, der flinke Theo ist da und hilft dir dabei, den Fruchtsalat zu machen. Das ist ja sehr nett. Tja, also könntest du vielleicht, ein bisschen Zucker drüber streuen. Das macht der flinke Theo. Das geht ganz schnell. Oh, ja, das ging schnell. Ich könnte auch Hilfe gebrauchen, flinker Theo. Der flinke Theo hilft auch dir. Oh. Und hier ist das Picknickbesteck. Ich hab's gefunden. Großartig. Ohne die Hilfe des flinken Zeus wäre ich nicht klargekommen. Das wusste ich doch. Mama? Hey, wie könnte der flinke Zeo dir helfen? Er kann die Blumen in die Schachteln legen. Keine Sorge, das wird ganz schnell gehen. So, bitteschön, jetzt liegen alle drin. Na, das ging ja wirklich ganz flink. Opa, sieh mal! Was denn, du bist schon fertig? Das ging aber wirklich sehr flink, Theo. Fertig? Wir sind fertig, Theo. Oh, ja, ja, natürlich, Theo. Ja, ja, Theo, wir sind fertig. Wir können jetzt gehen. Jetzt kann das Fest hier endlich anfangen. Genau, ja! Das Fest fängt an. Yum. Wie geht's? Ist irgendwas mit meinem Obstsalat? Oh, der ist ja ganz versalzen. Wie ist das möglich? Also da werde ich wohl Zucker mit Salz verwechselt haben. Ah, wo sind denn die Messer und Gabeln? Da habe ich wohl vergessen, vorher noch mal nachzusehen. Oh nein. Was ist denn hier passiert? Die Schachtel ging nicht zu. Da habe ich die Blumen einfach runtergedrückt. So ein bisschen. Oh je! Oh. Hilfe! Ich klebe hier fest! Nanu, da ist ja alles voller Klebstoff. Oh Mann, da habe ich wohl zu viel Klebstoff genommen. Ja, da ist der flinke Zeo wohl ein bisschen zu flink gewesen, oder? Ich wollte einfach allen ein bisschen helfen, damit wir endlich zum Fest gehen können. Es tut mir ja so leid. Lass den Kopf nicht hängen. Das werden wir schon alles hinbekommen. Mhm. Und wir helfen alle. Danke. So. Nun siehst du, dass man seine Arbeit immer ganz gut machen soll. Ja, du hattest völlig recht. Mr. Zoe, kann das Fest jetzt noch mal anfangen? Ja, natürlich. Musik! Entschuldigung. Gut, dass wir so schnell reagiert haben. Ja, das war knapp. Oh, eine tolle Rettungsaktion. Oh ja, das war wirklich knapp. Na ja, manchmal muss man eben doch flink sein.